einzigartig in der deutschen Marine, das Minentaucher-Einsatzboot Rottweil. Das Minentaucher-Einsatzboot Rottweil vor der türkischen Küste. Das Boot ist stark und wendig. Mit ihrer speziellen Ausstattung ist sie für den Einsatz von Minentauchern optimiert. Bis zu 15 dieser Experten können an Bord aufgenommen werden. Zu den Hauptaufgaben der Rottweil gehören neben der Kampfmittelabwehr im maritimen Umfeld das Suchen und Bergen von Wehrmaterial und natürlich die Minenjagd. Die zum 3. Minensuchgeschwader gehörige Rottweil bildete zusammen mit dem Tender Mosel im zweiten Halbjahr 2013 den deutschen Beitrag zum ständigen Minenabwehrverband der NATO im Mittelmeer. Die Rottweil liegt vor Anker, die Taucher haben einen Einsatz. Auf der Brücke haben wir uns mit dem ersten Wachoffizier verabredet. Er wird uns heute das Boot zeigen. Kurs 070 mit 10. Okay. CPR schon durch? Ja. Ist offiziell das Minentaucher-Einsatzboot Rottweil. Ist das einzige in der deutschen Marine, das sich so nennen darf. Derzeit gibt es noch ein zweites, das umgebaut wird, umgerüstet wird, um auch so genannt werden zu dürfen. Es ist einzigartig. Von außen sieht es allerdings aus wie ein normales Minenjagdboot der Klasse 332. Von hier wird das Boot gesteuert. Wir sind auf der Brücke. Im Normalfall befindet sich hier der Fahr-WO. Das heißt, er fährt das Boot zur See. Hier läuft die Navigation zusammen. Hier findet Kommunikation statt. Hier wird navigiert. Das Radar ist besetzt. Und im Grunde ist das im Normalbetrieb der Kopf des Bootes. Durch das Schott geht es eine Etage tiefer zur nächsten Station. Um bei Gefahr Wassereinbrüche im gesamten Boot zu verhindern, sind alle Decks und Abschnitte durch solche schweren Türen voneinander getrennt. Ein permanenter Überdruck im Innern dient zum Schutz vor Kampfstoffen. Wir haben das Bravo-Deck erreicht. Hier befindet sich die Operationszentrale. Wir sind angekommen in der Operationszentrale. Von hier aus wird das Boot gefahren, wenn wir für Minenabwehr, für Minenjagd fahren. Das bedeutet, oben auf der Brücke befindet sich nur ein Sicherheits-WO, der für die äußere navigatorische Sicherheit zuständig ist. Der Einsatzleiter Minenabwehr befindet sich dann genau hier vor den Konsolen an seinem Platz und achtet darauf in seinem Sonarbild, dass wir nicht über Minen fahren. Er versucht, sie zu detektieren, zu klassifizieren. Des Weiteren im Gefecht wäre es noch der Fall, dass der sogenannte Artillerist vor dem MLG, vom Marineleichtgeschütz, sitzt und das bedient. Aus dem Schummerlicht der Operationszentrale, welches der besseren Ablesbarkeit der Instrumente dient, geht es immer tiefer in das Innere der Rottweil. Wir bleiben dem 1WO immer dicht auf den Fersen. So ein Boot kann ganz schön unübersichtlich sein und erreichen den Leitstand. Wir sind soeben im schiffstechnischen Leitstand angekommen. Das ist das technische Hirn des Bootes. Hier läuft alles zusammen, was die Schiffstechnik betrifft. Das heißt, alle Fehlermeldungen, alle Schaltzustände der Aggregate. Das sind Schalttafeln und Überwachungstafeln für die Kameraden hier im schiffstechnischen Leitstand. Das ist einmal die Schiffsbetriebstechnik, die Elektronik, die E-Technik und die Schiffsantriebstechnik. Die Fehlermeldungen, die laufen hier alle zusammen. Die Kameraden informieren dann die WOs auf der Brücke oder auch die Operationszentrale und melden sich dann meistens schon mit Vorschlägen, wie wir diesen Alarmmeldungen begegnen sollen. Dann heißt es den Gehörschutz aufsetzen. Es geht in den Motorenraum der Rottweil. Kaum hat sich die Tür geöffnet, wird es laut und heiß. Der Geruch von Diesel liegt in der Luft. Ich merke, dass es etwas wärmer ist. Das liegt daran, dass hier die Antriebsdiesel sind. Wir sind in der Abteilung 4 in der Stauung, sprich 4 Sierra. Ja, und die Antriebsdiesel, die bewirken, dass wir im Normalbetrieb, also wenn wir nicht in der Minenabwehr sind, unseren Vortrieb haben. Bis zu 18 Knoten können wir damit fahren, jeweils über 2775 PS, 16 Zylinder, ja, Diesel. Wir haben nicht nur Antriebsdiesel, sondern für die Minenabwehr dann auch noch E-Diesel, um einen möglichst geräuscharmen Vortrieb zu haben. Das befindet sich allerdings eine Abteilung weiter achtern. So, das war der Maschinenraum in der Stauung. Jetzt geht's weiter ins Heldendeck. Vorher zeige ich euch die Kombüse und das seht ihr euch alleine an. Die Kombüse ist knapp 20 Quadratmeter groß. Hier zaubern zwei Soldaten täglich kulinarische Köstlichkeiten und das fast rund um die Uhr. Und zwischendurch gibt's Vitamine.
Ich bin der große Smoot, im Hintergrund sieht man meinen kleinen Smoot am Arbeiten. Und wir sind halt für die Versorgung der gesamten Besatzung hier zuständig mit 2 Personen. Also es gibt am Tag 3 warme Mahlzeiten für um und bei 40 Personen. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ob noch Personal zusätzlich eingeschifft ist, ob wir noch Gäste haben. Also der Kleine im Hintergrund, der macht das Frühstück in der Regel. Mittagessen und Abendbrot wird zusammen zubereitet und dann kümmere ich mich um den Mittelwächter und backe dann nebenbei Brot und bereite Brötchen für nächsten Morgen vor. Heute Mittag gibt es Salzkartoffeln mit Rinderbraten, Soße, Rosenkohl, gemischten Salat und Schokopudding mit Erdbeeren. Wir lassen die Jungs mal weiterarbeiten und wünschen einen guten Appetit. Ebenfalls auf diesem Deck befinden sich Teile der Unterkünfte. Wegen des Schichtbetriebs müssen wir aber leise sein, riskieren aber einen Blick. Das ist das sogenannte Heldendeck, Abteilung 9 Hotel. Das hat den Hintergrund, wenn wir unruhige See haben, dann stampft es hier richtig. Hier sind die Mannschaftsdienst gerade untergebracht. Und wenn so richtig ungemütliches Wetter ist, dann muss man hier Held sein, um zu überleben. Derzeit sind hier 6 Leute untergebracht. Einige Kameraden ruhen gerade, das sollen sie auch. Deswegen wollen wir sie nicht weiter stören. Das war das Heldendeck und von ganz vorn geht es jetzt nach ganz Achtern. Da zeige ich euch den Taucherstor, eine kleine Besonderheit der Rottweil. Der Umbau vom Minenjagdboot zum Minentauchereinsatzboot erfolgte im Jahr 2008. Ziel war es, eine größere Tauchergruppe mit an Bord nehmen zu können und so die Durchhaltefähigkeit zu erhöhen. Also wir sind gerade im Taucherstor. Hier laufen die Vorbereitungen für alle Tauchoperationen und auch die Nachbereitung. Aber wir haben hier auch ein Instrument für die Tauchersicherheit. Das ist die Druckkammer, die ihr hinter mir seht. Und wenn es zu einem Taucherunfall kommt, dann kann diese Druckkammer das einzig verwendbare Mittel sein, um dem Taucher wirklich zu helfen. Die Druckkammer ist bis zu 4 Personen ausgelegt. Das heißt aber nicht, dass es 4 Erkrankte sind, sondern auch mit einer Person ist schon eng genug da drin. Es kann sein, dass wir 3 eingeschleuste Personen haben und käme dann noch ein Taucherarzt dazu, könnte er durch eine Vorkammer auch noch eingeschleust werden, um dem Patienten dann direkt vor Ort zu helfen. Vom Taucherstor geht es einen Raum weiter. Wir sind jetzt im Taucherklarmachraum. Hier finden die praktischen Vorbereitungen statt. Das heißt, die Taucher machen ihre Geräte klar, ziehen sich an und bereiten ihr Material vor, um dann ins Wasser zu gehen. Auf dem Achterdeck angekommen, die letzte Station. Gut, von ganz vorne bis ganz nach Achtern. Wir stehen jetzt auf dem Achterdeck. Da, wo ich gerade bin, wären normalerweise 2 von 3 Boomrangern, aber da wir gerade im Manöver sind und einen Minenabwehrauftrag haben, machen die Speedboote das, was sie am besten können, sie fahren zur See. Mit der Rottweil besitzt die deutsche Marine ein einzigartiges Waffensystem, das sich aus den praktischen Erfahrungen in der Vergangenheit entwickelt hat und NATO-weit zu den modernsten und leistungsfähigsten Minenabwehrsystemen zählt. Der Rundgang ist beendet, wir verabschieden uns.